Und es geht los. Robert de Sable. Das Begräbnis. Amen. Wir sind hier, um den Verlust unseres geliebten Majid Ad-Din zu betrauern, der zu früh von uns genommen wurde. Ich weiß, dass sein Tod Trauer und Schmerz in euch weckt. Aber trauert nicht. Denn so wie wir aus Mutters Schoß geboren werden, so müssen wir alle eines Tages diese Welt verlassen. Das ist der Lauf der Dinge. Wie der Auf- und Untergang der Sonne. Nutzt diesen Moment. Denkt nach über sein Leben und dankt ihm für seine guten Taten. Wisset, dass ihr ihn einst wiedersehen werdet im Paradies. Amen. Wie ihr wisst, wurde dieser Mann ermordet. Wir haben nach seinem Mörder gesucht, aber das erwies sich als schwierig. Diese Kreaturen suchen den Schatten und fliehen vor jenen, die sich ihnen offen entgegenstellen. Doch heute nicht. Denn es scheint, einer von ihnen weilt unter uns. Er verhöhnt uns mit seiner Gegenwart und muss dafür zahlen. Packt ihn! Bringt ihn nach vorne, auf das Gottes Gerechtigkeit ihn treffen mag. Wie sie alle auf mich gucken. Oh, das sind aber schlaue Gegner hier. Au, was soll das denn? Jetzt werde ich noch beschossen, oder was? Au! Gut, dann gehe ich erstmal hier hin. Oh mein Gott, was haut der denn rein? Au, was so? Unfassbar. Was ist denn mit denen los? Ich meine, klar, dieser Typ war, lügt dich nicht mit allen an, aber die sind ja übermächtig. Was ist das denn? Das kann nicht sein. Oh Mann! Hallo, abhauen, ich möchte abhauen. Dankeschön. So werde ich euch kriegen, so werde ich euch kriegen. Ich weiß, das ist vielleicht ein schwieriger Trick, aber ich meine, oh, schau an, hat es doch tatsächlich einer geschafft. Ach, schau an. Nein, abwehren. Das gibt es nicht. Hä? Klingt voll komisch, die Stimme. Nein! Lalalala. Ich flieh mal, Feige. Das gibt es doch nicht. Hallo. Beiseite. Nein! Aus dem Weg! Bist du... Ja, genau. Das ist genau die richtige Gelegenheit, um mich
Oh Gott! Um mich nach Geld zu fragen. Scheiße. Was guckt denn ihr so? Oh mein Gott. Okay. Pam. Vorsicht. Vorsicht. Vorsichtig, nicht. Hä, das klingt doch wie eine Frau. Das klingt doch echt wie eine Frau. Wo ist denn hier die Frau, bitte? Schau an, da hat er seinen Kumpel angegriffen. Das ist doch echt eine Frau. Das ist eine Frau. Das ist nicht Robert. Aber die ist echt heftig. Das ist echt eine Frau. Oder ich mich da. Oder hat Robert de Sable auf einmal eine Kehlkopfentzündung oder sowas. Dann hat... Oder ist im Stimmbruch. Andersrum. Komm schon. Verdammt, warum steht die denn wieder auf? Vor allen Dingen kann ich die überhaupt nicht treffen. Na? Warum? Ich kann die nicht treffen. Ich kann die immer wieder umstoßen. Aha, jetzt aber. Ich will eure Augen sehen, bevor ihr sterbt. Ihr habt wohl jemand anderen erwartet. Ist das Hexerei? Keine Hexerei. Wir haben euch erwartet. Robert musste nur genug Zeit gewinnen, um wegzukommen. Also ist er geflohen. Wir können euch euren Sieg nicht nehmen. Ihr habt unsere Pläne vereitelt. Zuerst der Schatz, dann unsere Männer. Die Kontrolle über das Heilige Land ist uns entglitten. Aber dann sah er eine Möglichkeit, um das Gestohlene zurückzuholen. Um eure Siege zu unserem Vorteil zu nutzen. Al-Mualem ist noch im Besitz eures Schatzes. Wir haben eure Armee schon zuvor fehlgeleitet. Wie auch immer Roberts Pläne lauten, er wird wieder scheitern. Ah, aber dieses Mal sind es nicht nur die Templer, mit denen ihr es zu tun bekommt. Sprecht klar. Robert reitet gen Azur, um seine Sache vorzutragen. Sarazenen und Kreuzritter sollen sich vereinen. Gegen die Assassinen. Das wird nie passieren. Dazu gibt es keinen Grund. Vielleicht gab es keinen. Aber ihr habt ihnen einen geliefert. Oder besser neun. Die Leichen, die euren Weg pflastern, sind Opfer beider Seiten. Ihr habt die Assassinen zu einem gemeinsamen Feind gemacht und damit die Zerstörung eures gesamten Ordens besiegelt. Gut gemacht. Nicht neun. Acht. Wie meint ihr das? Ihr wart nicht mein Ziel. Ich werde euer Leben nicht nehmen. Ihr seid frei. Aber folgt mir nicht. Das muss ich nicht. Ihr seid bereits zu spät. Mal sehen. Tja, lassen wir die abhauen. Alles klar. Ah, da folgt uns schon wieder einer. Hallo. Hallo. Und tschüss. Ja, ja, das kann er überhaupt nicht gesehen haben. Also bitte. Wie unlogisch. Ja, jetzt sind es wieder... Hey, spawnen wir doch mal 20 Wachen einfach hier hinter dem Assassinen. Das macht Spaß, das bringt Laune. Hey, da ist einer hier, doch mal Nummer 2. Dann überlegt er sich zu kämpfen, dann im 18. Was zum Teufel, ganz ehrlich. Och komm, gerade konnte ich mich verstecken. Hätte ich mich auch schön verstecken können.
Naja, wir müssen uns auf jeden Fall auf den Weg nach irgendwo machen. Um alle davon abzuhalten, die Assassinen als Feinde zu sehen. Ha, diesmal hat's geklappt. Gebudaya. Aha. Da kann ich also nicht hochklettern. Ja, wo soll ich denn hin? Was soll ich denn hin? Ich habe keine Ahnung. Jetzt kommen wir her. Jetzt verschwindet wieder der Bildschirm. Nein, doch nicht. Tja, was machen wir denn? Was machen wir denn? Hier rein. Dann hier hoch vielleicht, wenn ich das hinkriegen würde. Boah. Ich wollte gerade sagen, boah, ich schaff das. Dann habe ich es doch nicht geschafft. Los, hoch, 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 hoch. Dann laufe ich eben hier lang. Oh mein Gott. Die sind so hartnäckig, das gibt's doch nicht. Die sind so ätzend drauf, die Templer. Ohne Witz. Zack. Werden auch nie alle. Bleiben auch immer wieder da. So, ich bin bereit. Dann geht's mal los. Na schade, ich wollte ihn eigentlich abwerfen. Aber das ging wohl nicht. Oh, schön, schön, schön. Ja, ich will irgendwen abwerfen. Warum kann ich nicht irgendwen abwerfen? Ich will ihn mit den Wässern werfen. Aha, da habe ich schon zwei erwischt. Und drei. Und vier oder so. Wunderschön. Wer ist denn da jetzt noch? Ach Mist, jetzt muss ich mich doch verstecken. Aber wo? Na, da oben. Schade, dass es keinen Dachgarten in der Nähe gibt. Es hat natürlich Vorteile, aber auch jetzt... Ja, natürlich. Anscheinend geht es also doch, dass man, wenn man lang genug unbeobachtet bleibt, dass man anonym wird. Ja, das war natürlich dumm. Vielleicht werde ich entdeckt. Oder auch nicht. Ich hoffe es zumindest nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, komm schon. Rein mit dir. Schlupp. Es war eine Falle. Ich hörte, es gab Tumulte beim Begräbnis. Was ist geschehen? Robert de Sable war nicht dort. Er hat jemand anderes an seiner Stadt geschickt. Er hat mich erwartet. Ihr müsst zu Al-Mualem. Wir hatten keine Zeit. Sie sagte mir, wohin er will. Wenn ich nach Maisyaf zurückkehre, könnte er Erfolg haben. Und dann würde er uns vernichten. Wir haben die meisten seiner Männer getötet. Er kann keinen offenen Angriff führen. Wartet. Sagtet ihr sie? Ja, es war eine Frau. Seltsam, ich weiß. Aber dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen uns auf Robert konzentrieren. Wir mögen seine Reihen geschwächt haben, aber der Mann ist gerissen. Er trägt seinen Fall Richard und Salah al-Din vor, um sie gegen einen gemeinsamen Feind zu vereinen. Gegen uns. Das müsst ihr falsch verstanden haben. Das ergibt keinen Sinn. Diese Männer würden nie... Oh doch, das würden sie. Und es ist unsere Schuld. Die Männer, die ich tötete. Männer beider Seiten des Konflikts. Wichtige Männer für beide Führer. Roberts Plan ist ehrgeizig, aber er macht Sinn. Und er könnte aufgehen. Seht doch, Bruder, die Dinge haben sich verändert. Ihr müsst nach Masyaf zurück. Ohne Erlaubnis des Meisters können wir nichts tun. Es könnte die Bruderschaft gefährden. Ich dachte, ihr hättet das nunmehr begriffen. Versteckt euch nicht hinter Worten, Malik. Ihr führt unser Credo und seine Dogmen wie einen Schild. Er verbirgt etwas vor uns, etwas Wichtiges. Ihr habt mich gelehrt, dass man nichts wissen kann, nur vermuten. Nun, ich vermute, unser Kampf gegen die Templer geht tiefer.
Wenn ich mit Robert fertig bin, reite ich nach Masyaf, auf das wir Antworten erhalten. Aber vielleicht könntet ihr schon vorgehen. Ich kann die Stadt nicht verlassen. Dann mischt euch unters Volk. Befragt die Diener der Männer, die ich tötete. Findet heraus, was ihr könnt. Ihr habt scharfe Augen. Vielleicht seht ihr etwas, das mir entgangen ist. Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Tut, was ihr müsst, mein Freund. Aber ich muss gen Arsur aufbrechen. Jeden Moment, den ich zögere, gewinnt unser Feind an Boden. Seid vorsichtig. Das werde ich. Versprochen. Robert war nicht bei der Beerdigung. Nach Arsur reiten und Robert finden. Oh je. Und das muss ich anscheinend wirklich? Oh Gott. Zum Königreich. Aha, ich kann anscheinend... Ja, anscheinend kann ich nicht irgendwie die Reise vorspulen ins Königreich, sondern ich muss mich ein letztes Mal aufs Ross begeben. Zumindest vermute ich, dass es ein letztes Mal sein wird. Da die sechste Erinnerung ist und die letzte vor der finalen Erinnerung, die ja am wichtigsten ist. Ah. Und jetzt ist Assassin's Creed abgestürzt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.